Liebe Zuschauer, willkommen zur Bauma 2013 in München bei Lectura und Messe Live TV. Wir berichten für Sie von der weltweit größten Messe für die Baumaschinenbranche. Die Bauma findet alle 3 Jahre hier in München statt und auch diesmal sind wir für Sie wieder mit dabei und hier einige Einblicke in die Bauma 2013. Die Messe München veranstaltet die größte Fachmesse für Baumaschinen und Baugeräte aller Zeiten, die Bauma 2013. Von Montag bis Sonntag zeigen knapp 3.500 Aussteller aus 57 Ländern ihre Neuheiten. Über 450.000 Besucher werden erwartet. Die Bauma ist wirklich das weltweite Gipfeltreffen der Baumaschinen- und Bergbaumaschinenindustrie. Die Besucher kommen aus allen Ländern der Erde. Es sind alle Marktführer da, es sind alle wichtigen Unternehmen da, vor allem auch die internationalen Beteiligungen. Und es werden die Innovationen gezeigt, die die Branche zu bieten hat. Eine Firma, deren Innovationen helfen, rekordverdächtige Gebäude auf der ganzen Welt zu bauen, ist Doka. Die Niederösterreicher sind beim Thema kranunabhängige Kletterschalungen ganz weit oben. Sie haben Systeme am Start, wo Schalung und Gerüst eines gesamten Geschosses, also quasi die gesamte Baustelle, in einem Vorgang in den nächsten Betonierabschnitt versetzt wird. Wie groß Reiz und Anziehungskraft der Branchenneuheiten sind, zeigen die Augen der Besucher, egal ob klein oder Minister. Bauressortleiter Ramsauer ließ es sich nicht nehmen, mit seinem Amtskollegen aus Indonesien einen Messerundgang zu absolvieren. Was allen Besuchern auffällt, neben Branchentrends und Innovationen geht es um groß, größer, am größten. Ausstellungsstücke protzen mit schier unglaublichen Maßen. Bridgestones mächtigster Reifen ist 4 Meter hoch, 1,5 breit und wiegt um die 6 Tonnen. Chifa hat aus Italien eine fortschrittliche Betonpumpe mitgebracht, die den längsten jemals für Europa hergestellten Verteilermast hat. 80 Meter Armlänge, 7 Sektionen, davon 4 aus Kohlefaser, ein außergewöhnliches Fahrzeug. Ein weiterer Superlativ steht bei Sennebogen, dem Straubinger Spezialisten für Umschlagmaschinen. Der 875E beeindruckt dank eines neuen Energierückgewinnungssystems nicht nur mit hohen Umschlagsleistungen, sondern auch mit niedrigen Energie- und Betriebskosten. Die fahrbare Kabine MaxCab bietet dem Fahrer beste Übersicht und einen extrem angenehmen Arbeitsplatz. 1948 erfand Gary Vermeer in den Vereinigten Staaten eine Hebevorrichtung, die Erntetätigkeiten wesentlich erleichterte. Auch heute machen die Produkte aus dem Hause Vermeer Arbeiten einfacher, auf vielen Gebieten. Diese riesige Flächenfräse wird im Tagebau verwendet. Wer bei dem Mega-Angebot der Bauma den Überblick verliert, kann sich bei einem Rundflug wieder neu orientieren. Hoch hinaus kann auch der ATF 400G-6 und vor allem kann er schwer. Der Kran stemmt bis zu 400 Tonnen ohne Seilabspannung. Dabei ist er aber verhältnismäßig leicht. Er unterschreitet die vorgeschriebene Höchstachslast von 12 Tonnen. Wie bei vielen mittelständischen Anbietern ist hier hohe Ingenieurskunst am Werk. Wir werden nicht von Innovationen getrieben, sondern wir treiben die Innovationen voran. Und das ist ein ganz, ganz großer Baustein für uns als Mittelständler, zu sagen, wir sind innovativ und dadurch können wir uns natürlich auch vom Markt abheben. Noch bis Sonntag, den 21. April 2013, können Besucher erleben, wie leicht sich die Relationen auf der Bauma verschieben. Und soweit einige Impressionen von der Bauma 2013 hier in München. Schauen Sie rein bei lectura.de und messelive.tv für weitere Neuheiten, Interviews und Trends von der Bauma 2013 in München. Täglich neue Berichte und Interviews für Sie. Das war es aber für den Moment. Wir verabschieden uns hier vom Freigelände der Bauma mit einigen Impressionen vom Aufbau der Messe, der weltweit größten Messe für die Baumaschinenbranche. Auf Wiedersehen.